Also haben uns natürlich viel vorgenommen und haben die 3 Punkte abgegeben und ja, Täuschung ist riesengroß. Ja, natürlich sind sehr enttäuscht, ne? 7. Niederlage in Folge. Trotz allem, denke ich, müssen wir das Positive wiederum mitnehmen. Die Zuschauer haben applaudiert nach dem Spiel. Ich denke, die haben unser Spiel auch honoriert. Wir haben alles gegeben, wir haben alles probiert rauszuhauen und ja, leider sind wir nicht belohnt worden. Ja, tut mir sehr leid für die Jungs. Ne? Wieder viel investiert, alles rausgeknallt, gefightet bis zum Schluss. 12-1 Ecken. Ich habe eben gesehen, 72% Ballbesitz. Unterm Strich ist Fußball Ergebnissport. Die Ergebnisse haben wir im Moment nicht. Das ist bitter. Ja, ich denke, wir haben wieder versucht, alles in die Waagschale zu werfen. Aber es ist natürlich dann auch, ja, sagen wir jetzt Woche für Woche. Und es reicht irgendwie nicht für Punkte. Und ja, ist, wie gesagt, sehr enttäuschend. Und war auch heute wieder so, dass denke, der Gegner eben kein Deut besser war. Aber wahrscheinlich einfach in den entscheidenden Situationen ja, ein bisschen galliger war. Und ja, wir leider vorm Tor unsere Dinge halt nicht reinmachen und dann verlierst du so ein Spiel. Ähnliches Spiel wie 60, bloß waren wir heute noch aktiver und leidenschaftlicher als gegen 60, aber ich denke, wir hatten größere Spielanteile. Selbst mit 10 Mann haben wir das Spiel noch versucht zu dominieren und noch Chancen rauszuholen. Und ja, ich denke, dass die Niederlage unverdient ist. In allererster Linie freue ich mich mal für den Jungen, dass er wieder gesund geworden ist, dass er so schnell zurückgekommen ist, weil er einfach unfassbar gut gearbeitet hat in der Reha. Die Ärzte haben einen guten Job gemacht und dass man ihn braucht, das ist ja klar und er hilft uns und er hat uns heute auch schon geholfen und er wird uns, je fitter er jetzt wird, auch noch mehr helfen.